ist da, aber er schreckt nicht allein. Wenn du weiter dieses Pudeltoupet trägst, lerne ich bellen. Zwei coole Typen in einer coolen Kiste. Bud Spencer und Thomas Millian. Schlechte Zeiten für Ganoven, diese Doofen, denn jetzt wird's ernst. Ich habe mir lange überlegt, ob du dich nicht liften lassen solltest. Hängebäckchen sind nicht mehr in, du würdest bei den Damen bestimmt mehr Chancen haben. Der dicke, der stattliche Bud und sein flinker Libero haben Sorgen. Ehrliche Sorgen. Die Mafia versucht, eine künstliche Pizza auf den Markt zu bringen. Wer ablehnt, bekommt Zementschuhe und macht die Hafenrundfahrt zu Fuß. Schlechte Aussichten für Pizzabäcker. Das Trockenbomben so abführen? Man fragt vorher höflich, nicht mit den Vollständchen. Zweigt und Baller. Drücken sich wieder von der Arbeit, Herr Bengel. Nein, ich habe nur nachgedacht, ob ich auch den Gashahn ausgedreht habe. Faule Ausrede. Hör auf zu jammern und benimm dich endlich wie ein Mann. Wie ein Mann? Wie ein Mann. Wie ein Mann. Willst du mit mir tanzen? Ja, aber nur offen. Bud hat es überall schwer. Nicht nur die Schurken nerven, auch die liebe Familie trampelt ganz schön auf seiner guten Laune rum. Da ist die Ganovenjagd der reinste Abenteuerspielplatz gegen das häusliche Glück einer Großfamilie. Und keine Ausrede ist schlecht genug, um zu flitzen. Vater geht die Brötchen verdienen. Sieh mal, Schätzchen, wie die Vögelchen fliegen. Was sollen sie sonst tun? Wir sollen nicht heiraten. Ein Wink des Schicksals. Finde ich hinterhältig von deiner Mutter, dass sie mit solchen Tricks arbeitet. Bud drischt, dass die Fetzen fliegen. Und sein Partner geht in die Luft und lässt sich nichts verbiegen. Mach flink den Adler! Auch dieses Superduo ist unschlagbar. Aber die Konkurrenz, sie schläft nicht. Da kommt manche aus dem Dreivierteltakt. Sie hat zu große Füße, mit der tanze ich nicht mehr. Die Dame ist mir ein paar Nummern zu stark gebaut. Sie soll die Bleisohlen rausnehmen. Weißt du, was ich glaube, du Schlingel? Du bist ein zweibeiniges Walzwerk. Du produzierst am laufenden Band Blech. Oh, Mama Mia, ist die Karabinde empfindlich? Die Brillantkette und die beiden Diamantringe. Wo hast du die her? Die habe ich mir verdient. Verdient? Ist ja nicht wahr. Wofür? Fürs Unkrautjäten? Du bist doch ein ganz unverschämter Lügner, verdient. Ich bin ihr ein bisschen zur Hand gegangen. Ich weiß, was Frauen wünschen. Bud, der Ganovenschreck. Ein brandneuer Spaß voller Ecken, bei dem es rund geht. Jeder Gag sitzt. Der Stattliche ist in seinem Element. Ihr dürft eins nicht vergessen, Jungs. Wir sitzen in einem Boot. Aber ihr müsst auch rudern können. Der Pater hat für euch schon einen geschmackvollen Grabstein ausgesucht, wenn der Fehler nochmal passiert. Er ist ein lieber Kerl, aber äußerst nachtragend. Bud, der Ganovenschreck, wird natürlich auch mit diesen finsteren Vögeln fertig. Selbst wenn sie aus allen Rohren ballern. Kinofreaks, hier kommt ein Spaß, der alles in den Schatten stellt. Thomas Millian ist es nicht peinlich, seiner Angebeteten zu zeigen, wie sehr er auf sie steht. Also, das ist ein Maschinchen, sage ich Ihnen. Sie drehen diesen Knopf nach rechts und hier die Feineinstellung. Die kurbeln Sie nach links. Dann öffnen Sie die Klappe und stellen alles rein. Tassen, Töpfe, Pfannen, Besteck, Teller, was Sie wollen. Der Automat arbeitet für Sie und Sie können in Ruhe fernsehen. Was sagen Sie jetzt? Klingt gut. Das Dumme ist nur, ich habe keinen Fernseher. Macht nichts, der ist mit drin. Sie dürfen nur kein Beispiel in den Farbgeber schütten. Polizei, ich bin Kommissar Parker. Sie sind verhaftet. Jetzt seht ihr blass aus. Mitkommen. Macht sie fertig. Nicht drängeln, ihr kommt alle ran. Achtung! Bud Spencers neuester und heißester Kinoknüller ist pralles Actionkino, ist Spitzenunterhaltungskino. Doppelachtung! Holen Sie zweimal Luft, denn es bleibt kaum Zeit, um vor dem nächsten Schlag noch zu atmen. Nach dem Ganovenschreck kann man süchtig werden. Nichts wie rein in den neuesten Bud Spencer-Film, bevor er alt ist.